Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, schaut mich mal an, wie ich aussehe. Sorry schon mal dafür. Wir sind am Floatfeld Stromberg, der Nico und ich, der hockt neben mir gerade. Und wir haben jetzt, glaube ich, ich habe 3 Abfahrten gemacht und mit Nico zusammen 2. Und ja, es schifft in Strömen, es ist nass, es ist dreckig. Da hinten seht ihr, haben wir das absolute Chaos angerichtet. Da in der Box ist alles Dreckige von uns drin, dass wir gerade alles ausgezogen haben. Wir haben es nicht gedacht, dass es heute so wird. Es war auch überhaupt nicht so gemeldet. Eigentlich 21 Grad und einigermaßen sonnig. Und ja, was auf der ersten Fahrt, die ich mit der GoPro gemacht habe, passiert ist, das seht ihr jetzt gleich im Video. Und deshalb seht ihr auch, warum es für euch bei der einen Fahrt geblieben ist. Und wir sehen uns dann, denke ich, gleich nochmal nach der Fahrt Stromberg. Ich wünsche euch da jetzt aber viel Spaß im Matsch, im Regen, in Stromberg eine Abfahrt. Und ja, viel Spaß, wie immer. So.
Warum? Warum macht man auf alle Holzelemente Hasendraht? Alles okay? Ja, ja. Ja, Leute, ich melde mich nochmal hier aus dem Auto. Das war's auch schon für euch. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Ich bin auf dem letzten Wallride weggerutscht und habe mich auch am Ende drüber aufgeregt, warum auf diesem Wallride kein Hasendraht ist. Jetzt ist gerade ein Local hier vorbeigefahren und hat uns gesagt, warum das so ist. Und zwar war das immer so, dass manche Leute auch im Trockenen da hochgefahren sind. Und die waren einfach Anfänger und sind dann runtergerutscht und haben mit den Pedalen immer den Hasendraht kaputt gemacht. Und deshalb haben sie gesagt, sie machen da gar kein Hasendraht mehr drauf und stellen Schilder auf, dass man den im Nassen nicht befahren soll. Ja, die Schilder habe ich leider nicht gesehen, deshalb ist so passiert. Mir ist nichts passiert, auch wenn ich da gestürzt bin, ist alles gut, nichts passiert. Nur die Regenjacke und mein Schuh haben ein bisschen was abbekommen, aber deshalb so wild. Mir geht's super, alles gut. Und wir fahren jetzt nach Hause. Die GoPro, da ist der Mount gebrochen. Deshalb habt ihr da leider nicht mehr Aufnahmen gesehen, deshalb konnte ich nicht mehr aufnehmen. Wir haben noch ein paar Abfahrten gemacht. Hatten mega Spaß. Frieren jetzt aber, wir sind nass, wir fahren jetzt nach Hause und für euch geht es irgendwie in dem Video noch weiter. Ich weiß nicht wie, eigentlich solltet ihr ein komplettes Flowtrail Stromberg Video kriegen, aber naja, so ist es halt manchmal, da seht ihr mal, wie es manchmal geht, man plant ein Video zu machen und dann geht es so in die Hose, aber egal, für euch geht es jetzt irgendwie weiter, ich weiß nicht wie, damit ihr noch ein gescheites Video zu sehen kriegt und genau, bis gleich irgendwo und ja, viel Spaß. Schön, dass ihr hier in Stromberg erstmal dabei wart. Ciao. Servus Leute. Ja, jetzt geht's in dem Video weiter und ich bin schon wieder mit Nico am Start. So wie in Stromberg auch. Mittlerweile sind wir wieder sauber und die Räder sind auch beide wieder sauber. Es war eine ganz schöne Tortur, die Dinger wieder sauber zu kriegen. Der Nico hat sein Rad gerade im Hintergrund schon in Montageständer gehängt. Der hat sich nämlich neue Laufräder gekauft. Und genau, wir bauen heute die neuen Laufräder im Nico sein Rad ein. Da habt ihr ja schon das Aufbauvideo gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch das da oben mal. Irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob rechts, links. genau, aber wir bauen neue Laufräder rein, so als kleine Fortsetzung. Und ich würde sagen, ihr kriegt ein paar Shots. Ist richtig cool, der Nico hat auch neue Aufkleber, also neue Decals auf die Laufräder drauf gemacht. Das dann vielleicht, also ich denke, dass es mega geil zu dem Rad passt. Wir hoffen es. Genau, aber ich denke, das wird auf jeden Fall richtig cool. Und ja, das sind Newman Evolution. So, jetzt musst du mir helfen. EG. SLA 35. SLA 35. So. Okay. Alu-Laufräder. Habe ich aber schon von vielen jetzt mittlerweile gehört, dass die echt gut sein sollen und dass die echt richtig stabil sind. Und genau, neue Reifen kommen auch drauf und Bremsscheiben und Kassette übernehmen wir von den jetzigen Laufrädern. Das sind die Standard von Stance. Und genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu schrauben und nehmen euch ein bisschen mit und viel Spaß euch. Kleiner Zwischeneinwand zu den Reifen. Wir machen jetzt zuerst die Reifen auf die neuen Felgen drauf, die neuen Laufräder, dann können wir auch mal Gewicht vergleichen. Das interessiert den Nico. Ja, neue Reifen, vorne den neuen Maxxis Assegai mit 27,5 Zoll natürlich, weil das Spindrift ja 27,5 ist.
Und genau, der ist 2,5 und vorne die Exo Plus Karkasse, also vorne den Assegai in Exo Plus in 2,5 und hinten den DHR mit der Double Down Karkasse, einfach um die Felge da ein bisschen zu schützen, weil man hinten ja doch ein bisschen mehr Schläge kriegt, in 2,4. Genau. Und ja, das mal so weit zu den Reifen und jetzt geht's für euch weiter. Alter, ich verkack's gerade echt hart, gell? Ja, ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden später. Ja, wir wollten nur Reifen auf die Laufräder machen und ja, wir wollten auch nur die Kassette und die Bremsscheibe umschrauben. Aber irgendwie wollte dieser hintere Reifen nicht und wir haben jetzt locker 2 Stunden rumgetüftelt, bis wir den mit Tubeless einigermaßen draufgekriegt haben. Aber jetzt ist er drauf. Und wir sind mit dem anderen, wir waren noch bei mir zu Hause noch, sind noch nach, zu mir nach Hause gefahren und haben es mit meinem Kompressor probiert, den drauf zu kriegen. Jetzt ist er endlich drauf. Jetzt liegt aber die Kamera im anderen Auto, weil wir jetzt gerade mit dem anderen Auto hergefahren sind. Und das heißt, ich habe die nicht dabei, wie es immer so ist. An eine Sache denkt man immer nie. Deshalb filme ich jetzt mit dem iPhone. Müsste eigentlich auch nicht so schlecht sein. Und zeige euch noch ein, zwei Shots und dann war es das auch mit dem Video und ich melde mich gleich nochmal. Ihr seht noch ein, zwei finale Shots und bis gleich. Yo Leute, also der Nico stellt jetzt noch final die Bremsen ein und dann haben wir es geschafft. Es wird jetzt auch dunkel, ihr merkt es wahrscheinlich mit dem Licht, dass es jetzt so langsam zu Ende geht. Die Laufräder sind drin und ich würde mal sagen, sieht richtig geil aus mit den Chrom-Decals. Richtig geil, richtig gut geworden. Sound haben wir auch einen schönen und ja, ich würde sagen, im nächsten Video, wenn ich mit Nico wieder unterwegs bin, kriegt ihr auf jeden Fall von den Laufrädern mal noch ein paar Shots mit der großen Kamera. Leider habe ich die ja vergessen. Genau, für euch war es jetzt aber mit dem Video total durcheinander irgendwie. Erst Stromberg, wo so ein bisschen fehlgeschlagen ist mit dem Regen. Dann hier jetzt, dass wir den Reifen nicht drauf gekriegt haben und ich die Kamera nicht mehr dabei habe. Aber naja, da seht ihr mal, wie ich schon in Stromberg angefangen hatte zu sagen, wie es sein kann. So ist es halt manchmal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao!